Willkommen zurück. Es geht mal wieder auf die Reuseninsel. Da wollte ich die kleine Nebenquest mit dem Weidler noch machen. Ich nehme mal zumindest an, dass ihr etwas Kurzes ist. Lass mich gerade mal Inventar gucken. Sollte ich vielleicht was verkaufen? Besser ist das. Sattel. Ich habe hier aber keinen richtigen Waffenschmied. Oh, plötzlich steht er. Ja, ist jetzt blöd. Oder doch, da ist doch. Was erzähle ich denn? Genau, mit dem können wir handeln. So. Kriegt der Zwerg mal das Zeug. Das behalte ich erstmal noch. Runen verkaufe ich nicht so einfach. Okay, mehr muss eigentlich nicht. So long. Pam-param. Pam-pam-param. Der Typ, an, der da rumsteht, gibt komische Geräusche von sich. Run, Roach. Lauf, ja. Und lauf die Leute um. Das ist auch ein hübsches Pferd. Move it. Wild Hunt, take them all. Was? Das hoffe ich zu verhindern. Steve, der jagt uns alle. Erwischt. Ah. Ist nicht so einfach auf dem engen Weg. Ohne die Leute mitzunehmen. Tja, zur Reuseninsel. Da können wir wieder mit Bootchen fahren. Das ist auch schön. Die sagen auch immer dasselbe. Jetzt gucken wir gerade mal. Die ist von hier aus gesehen ganz da unten. Da wäre es sinnvoll, wenn ich nach... Ach, ich kann ja meinen... Ich kann auch Schnellreise zur Insel selbst machen. Erspart uns natürlich schon Weg. Ich meine, Bootchen fahren ist schön, aber das machen wir dann anderen Mal. Nehmen wir jetzt lieber die schnelle Methode. So, dann hoffe ich, dass hier nicht so viel erwacht ist. Erneut. An Getier. Ja, gut, da haben wir schon wieder einen Ghoul. Treffe ich auch noch? Shit. Ganz blöd. Jetzt ist aber gut. Meine Fresse. Bis ich mich von zwei Ghoulen fertig machen lasse. Ich werde verfolgt. Ganz toll. So ist besser. Dann müssen wir jetzt zu dem Steinkreis, der jetzt auch noch einen Sinn hat. Das sah auch irgendwie so aus, als gäbe es da noch was zu tun. Feuer brennt. I'll be back. Ach so, weil Mitternacht. Ja, ich dachte, vielleicht geht das
Wenn man mit dem spricht, dass die Zeit dann sozusagen von selbst vorübergeht. Okay, dann werden wir doch hier am Feuer uns gemütlich machen und bis Mitternacht. Das ist lange hin. Na. Meditieren. Fleeting torment, here we go. What comes next, once life subsides? Man his own fate decides. Jetzt haben wir ein ganz schönes Publikum hier. Soon will rise thy dead, thy buried. Each will say by what they're harried. Greetings. Just in time. Good folk, behold the one who will protect us. You needn't fear. Soon shall we summon the wandering souls. Beyond all help some will be. From these you must protect us. Evil creatures keep at bay. Keep at bay till the ritual's done. Oh, ich hätte natürlich sowas wie Geisteröl vielleicht auftragen können noch. Na gut. Need some time to prepare. A must is a must. Ja. Okay, ich gehe ja mal davon aus, so wie er das beschreibt, dass es eher um Geist oder sowas ähnliches zumindest handelt. Das heißt, das wäre bestimmt sinnvoll, wenn wir da... Da unten sind die Öle. Bisschen Öl, Nekrophagenöl. Okay, das rote Geistöl, was haben wir sonst noch? Verfluchten Öl. Ich gehe jetzt mal mit dem Geistöl. Ich rate jetzt einfach mal, dass das das Richtige ist. Are you ready? Dann können wir jetzt anfangen. Begin. Keep us from harm and let them not disturb the circle. Ich versuch's. What is this life? Well, you know. Fleeting torment, there we go. What comes next once life subsides? Man his own fate decides. Soon will rise thy dead, thy buried. Each will say by what they're harried. Will ye grant these souls reprieve? The storm we're prepared dead. To end their grief. Let's begin Forefather's Eve. Okay. Okay, ich hab's befürchtet, weil da im Wasser. Das ist keine Geister sind, sondern ertrunkene Shit. Da! Ah, hallo? Nicht total geblendet. Dann habe ich ihn ja falsch verstanden. Ich bin etwas unter Leistungsdruck hier mit den ganzen Zuschauern. Ich meinte damit nicht euch, ausnahmsweise. Zusätzlich Zuschauer. Summon, ye we call. Enter souls, we'll judge ye all. Okay. Erste Runde geschafft. Was kommt jetzt? Hark, a sound I hear. Tis right. A spirit breaks the still of night. Burn the incense ever higher. Spirit, join us round the fire. Spirit, speak! This time is yours. Tell us of your ghostly woes. Who are you? He knows. Should I drive him away? Nay. I've come for you, patricide. Begone, foul force! I cast upon you the light of the eternal fire! Abomination! Stop this at once! The errant souls! We must help them! Silence! I'll not tolerate necromancy. Help me. Äh,
Wer sind die Typen jetzt? Der solche Priesterfuzzi Flamme des. Nee, wie heißen die? Wer auch immer. Lass sie in Ruhe. Leave now. You're disrupting the ritual. This is black magic. These folk disturb the dead. We cannot allow it. We will not. You don't know a thing about their customs. Take him and disperse the others. Good folk, leave not these grounds. Hexenjäger. Ye cannot break the circle. Ich hab gar nichts gemacht, fällt er um. Wow, away. Blood has stained the hallowed ground. Yet we cannot stop what has begun. Was bedeutet das? The bloodshed, it do any harm? Tainted lies the circle now. They who thirst for the blood of men shall come. God's willing, they will be few, and the Pella shall finish the rite. Dann mach weiter. If you want to continue, I'm ready. Good folk, we must the eve complete. Prepare yourselves. Ye we summon, ye we call. Enter souls, we'll judge ye all. All is quiet, all is gloom. What beings in darkness loom? Something whispers, something peeps. Someone near our fire creeps. All is quiet. Wraiths! This sacred ground is with blood stained. We cannot the ritual complete. People, save yourselves. If your lives you value, run. Okay. Jetzt aber. Ach, da, man hat echt auch keine Chance, mal sich kurz vorzubereiten mit irgendwas. Die sofort irgendwo an einem hängen. Lauf mir nicht ins Messer, Junge. Ach, der hilft. Na gut, du darfst helfen. Mit deinem Knüppel in der Hand. Das ging doch so weit. Alas, all is lost. Gotta be a peasant who told the witch hunters about the ritual. That spirit they drove away. Your father's ghost, right? Threatened to come back, likely to keep his word. Old man Ambrose, the Pella fears not. That wraith called you a patricide. He get it right? Aye. If I'm gonna help you, I gotta know everything. Why'd you kill your father? The Pella does not wish to speak of this. Auch immer in der dritten Person spricht. You can't hope to manage this alone. You're afraid, that's clear. Wraith will hold sway over you. Listen, I'll send him off. I've got to. But I need to know where he's buried. Corpse probably hasn't turned to dust yet. That's his bond to the world of the living. Ambrose lies in the swamp. Fine. I'll find his body, see what I can do. Okay. Ich schlage vor, Salz drüber zu streuen und anzuzünden. Ja, ich habe zu viel Supernatural geguckt. So, auf jeden Fall haben wir jetzt hier schön viel Beute. Und zumindest hat das Geisteröl ja dann für die... Ja, danke Geralt. Da weiß ich jetzt auch wieder die Wetteränderung. Für die Erscheinung, glaube ich, geholfen. So. Das reicht, glaube ich, erstmal. Oh, ach nee, die Hexenjäger, ja, die sollte ich vielleicht noch ausnehmen, wenn ich kann. Hexenjägerschwert. Okay, vielleicht sollte man das aus dem Wasser rausholen, das ist nicht gut.
verseucht hier alles. Liegt denn der dritte? Das war Monsterzeug. Ah, hier sind ja noch eins. Die sind wahrscheinlich nicht gut, aber... ja gut, so schlecht sind sie gar nicht. Ja, das schon. Werde ich aber trotzdem alle verkaufen. Okay, finde mithilfe deiner Hexersinne die Leiche des Vaters im Sumpf. Dann ist das unser nächster Weg. Das heißt, ich muss aber erst nur zurück jetzt zur Schnellreise. Was vibrierst du wieder? Komm schon, da haben wir noch einen Ghoul natürlich. Aber ich glaube, der hat gerade keinen Bock, mit mir zu kämpfen. Mir soll es recht sein. Was denn das Schnellreiseding da? Okay, wo muss ich hin? Zum Sumpf. Das heißt, das ist eigentlich der beste Punkt. Okay. Ach, ich werde mal Plötze nehmen, muss ich nicht dauernd durchs Wasser laufen. Kann ich da nicht in den Querfeld ein? Ah, nein, nein, ich wollte doch eigentlich gerade auf die Karte gucken. Scheiße, Trunkene. Ja, ja. Scheiße. Pferd in Panik, dann war es das für mich. Jetzt hänge ich da an dem Boot fest. Sind die jetzt hinter meinem Pferd her? Ja, komm bitte näher. Baum im Weg, Baum im Weg. Da hinten habe ich noch einen gesehen. Ja, mehr als einen. Shit. Ja, der Sumpf ist der Gebiet. Über hier. Da ist es wahrscheinlich blöd, wenn man vom Pfad abkommt. Bin ich dann halt doch wieder zu Fuß unterwegs. Was sollen wir machen? Wer begräbt denn seinen Vater hier draußen? Ach so, ja gut, wenn man ermordet hat, dann verstehe ich. Leslav, was machst du denn hier? Careful, sir. A monster prowls the bog. Enter the mist and you'll never see home again. Ich kann helfen gegen eine Gebühr, aber erst erzähl mir über das Monster. This monster, tell me more. Only seen it once myself, and that from afar and past dusk. Thought it were a man at first,
Then it turned, and I saw eyes burning like coals and a jaw full of fangs, one next to the other. Humanoid? Nocturnal? First attack. Remember when it happened? A week passed, near about. It was then Boren vanished. Merrick and Tomil went looking for him, didn't come back either, them two. I were afeared. Now none dare venture into the bog. Camp stands deserted, and the peat there, Master, it's the best sort. Black as pitch and oily. Good for fuel and... Fascinating, but staying with the topic at hand. Assume you put up the notice in Downwarren. Aye, twere me. Good to know someone reads them. Paid a scribe a dozen eggs to write it up. I can help, for a fee. Course! Why, even an ox don't pull a plow for free. Nee, ich will gar nicht verhandeln. Ich will eigentlich den nicht noch. Der ist ja eh ein armer Mensch. Den muss ich nicht noch mehr aus der Tasche ziehen dafür. Ich muss ja eh hier lang. Alright, time I got to work. Where'll I find this monster? Start south of here. But beware, bad poxy air hangs o'er the marsh. Stings your eyes, claws at your throat. Claws so hard you could choke. Das klingt ungesund. Okay. Oder Haut da hinten. Ich werde auf jeden Fall nämlich vorher meditieren müssen. Da brauche ich ein Plätzchen. Das hier ist so gut wie jedes andere. Okay. So. Schwert noch reparieren. Soweit ich kann. Was haben wir denn? Rüstung, Waffen. Da. Einmal das hier. Okay, dann geht's in der nächsten Folge weiter. Wir suchen nach dem Grab bzw. der Leiche des Vaters vom Weidler und gucken mal, dass wir da dieses Monster erledigen. Also bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen.